Willkommen auf dem YouTube-Channel der A&M. Heute möchte ich dir die Aufgaben eines Teamleiters näher vorstellen. Beginnen wir erstmal, ab wann macht ein Teamleiter überhaupt Sinn? Mit wachsender Firmengröße werden die einzelnen Teammitglieder und die einzelnen Abteilungen natürlich immer größer. Damit die Kommunikation zwischen den Abteilungen und der Firma so gering wie möglich gehalten werden, macht es Sinn, für jede Abteilung einen einzelnen Teamleiter zu bestimmen. Je nach Größe des Unternehmens natürlich auch für eine Abteilung mehrere Teamleiter, die natürlich auch, wo verschiedene Teamleiter von einem Teamleiter natürlich geleitet werden könnten. Die klassischen Aufgaben des Teamleiters sind natürlich in erster Linie, dass die Aufgabenverteilung funktioniert, dass die Aufgaben gemacht werden, dass die Kennzahlen eingehalten werden, dass das System, also die Arbeitsprozesse vernünftig funktionieren. Werden neue Prozesse ins Unternehmen eingeführt, muss er sich darum kümmern, dass die Schulungsvideos, die Materialien, die Einarbeitungsschritte, was auch immer dazugehört, an die Mitarbeiter in seiner Abteilung weitergegeben werden. Das heißt, er ist dafür da, Prozesse zu schaffen, Prozesse zu kontrollieren und natürlich auch, dass die Abteilung besser zu machen. Ja? Der klassische Teamleiter sollte nicht im operativen Tagesgeschäft irgendwie involviert sein. Er sollte jetzt nicht in der Marketingabteilung noch selber an Kampagnen arbeiten, aber er muss wissen, wie das schlussendlich geht. Ja? Das heißt, er ist der Profi des Teams. Bei Ausfällen des Teams kann er jederzeit in eine Rolle natürlich schlüpfen. Wenn er aber im Normalfall, wenn das Team top besetzt ist, die Aufgaben sind verteilt, muss er sich darum kümmern, dass die Abteilung besser wird. Das heißt, er ist auch dafür zuständig, den einzelnen Mitarbeiter persönlich besser zu machen und das Team insgesamt natürlich auch besser zu machen. Natürlich ist es auch bei einer wachsenden Firma auch so, dass der Chef, der Geschäftsführer, jetzt nicht mehr Zeit für jeden einzelnen Mitarbeiter hat. Das heißt, er ist das Bindeglied zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern. Er muss dafür sorgen, dass die Prozesse die Aufgaben, die die Chefs, die Geschäftsführer vorgeben, auch eingehalten werden. Er muss die Kommunikation sein zwischen beiden Abteilungen sozusagen, zwischen der Chefetage und den einzelnen Mitarbeitern. Ein einfacher Mitarbeiter in der Marketingabteilung hat also keinen Grund, persönlich zum Chef zu gehen. Er muss an seinen Teamleiter weitergeben. Sollten Probleme öfter auftauchen, muss der Teamleiter dafür eine Lösung finden und er ist dann letztendlich zuständig dafür, eventuell beim Chef, bei der Geschäftsführung Meinung einzuholen. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, was ist wichtig? Er muss sich darum kümmern, Kennzahlen, arbeiten alle vernünftig. Er kümmert sich auch um die Planung. Schaffen wir bestimmte Projekte in diesem Zeitraum? Haben wir die Ressourcen dafür? Und er kümmert sich natürlich um die Kommunikation zum Geschäftsführer, aber auch zum Beispiel zwischen den Abteilungen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Punkte näher vorstellen. Gerade hier bei der A&M kümmern wir uns natürlich auch darum, dass Firmen nicht nur Anfragen oder Bewerber bekommen. Wir sind teilweise auch zuständig, gewisse Prozesse innerhalb eines Unternehmens zu schaffen. Dass genau solche Teamleiter zum Beispiel auch bestimmt werden, wo der Chef nicht mehr im tagtäglichen Arbeitsgebiet, klassischer Fall, der Chef macht alles, obwohl er diese Aufgaben weitergeben könnte. Und genau da macht natürlich auch ein Teamleiter Sinn. Warum muss der Chef weiter immer noch die einzelnen Aufgaben übernehmen, wenn er diese Aufgaben an den Teamleiter weitergibt? Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein paar wichtige Sachen mitgeben. Vergesst nicht, Kanal abonnieren, folgt uns und lasst ein Like da.